Und damit nach längerer Zeit nochmal hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man. Ja, man hat ein paar Tage nichts von mir gehört, beziehungsweise es waren wahrscheinlich sogar 2 Wochen oder so. Außer man hat halt die Rainbow-Streams mitbekommen. Es liegt tatsächlich daran, dass ich einfach im Moment wieder so wenig Zeit habe. Tut mir auch ein bisschen leid, aber naja, wenn man das Ganze hier so hobbymäßig nebenbei betreibt, gibt es halt auch Phasen, in denen man leider nicht so aktiv sein kann. Unser Plan ist jetzt gerade zu Oscorp zu gehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oscorp sind ja hier scheinbar die Bös-Chicks-Menschen. Hier die Map-Teile, hier könnten wir. Alter, was sind denn hier so viele Nebenmissionen? Sturm auf die Burg, Nebenmission. Heftig. Das ist heftig, klang ganz schön egal. Ich würde sagen, wir decken hier mal ein bisschen. Ist das Ganze oben auf dem. Das, ist das das Empire State? Nee, ist das im. Nee. Doch, nee. Hier ist jedenfalls auch ganz oben irgendwas drauf. Eine Taube. Ich würde sagen, die Taube holen wir jetzt mal und dann gucken wir, ob wir vielleicht ein Stück neues Gebiet aufdecken und dann erst zu der Quest gehen. Ah, das ist das Empire State Building. Ja, unverkennbar. Spidey. Okay. Weißt du, früher war es immer ein bisschen mehr Arbeit, aufs Empire State Building hochzukommen in den Spider-Man-Spielen. So, wo war jetzt unsere Taube? Ah, da oben an diesem. Das ist aber auch ein schön hohes Gebäude da. Ein bisschen. Wo haben wir denn den, stimmt, uns fehlt der Stadtteil. Der Stadtteil mit dem. Ah, oh, da ist er, der Avengers Tower. Den gibt es ja hier in dem Spiel. Da müssen wir auch unbedingt mal hoch. Wäre natürlich episch, wenn sie da so eine Art Easter Egg eingebaut hätten, aber ich glaube, dass sie das nicht haben. Ah, Spidey. Eine Taube. Bleib hier! Ich tu dir nichts! Haha, ist. Spidey. Okay, wir sind noch auf Taubenkurs. Jetzt haben wir hier so ein bisschen die Höhe verloren. Jetzt haben wir sie wieder. Da war gerade die Situation, aber jetzt habe ich es verpasst. Das muss ich nochmal drücken, um die zu catchen. Oh, das war's nicht. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Ach, jetzt sind wir hier im neuen Kartengebiet. Warte, L1 und R1. Hab ich. Okay. Hier hinten dürfte ja dann der neue Turm sein. Hier unten auf der Map. Spider-Man. Es füllt sich. Gerade kam Rosa zu ihren Brüdern und Schwestern. Ich helfe gern. Du kennst die Kleinen ja ganz schön gut, was? Das bleibt nicht aus. Sandra kannte sie immer am besten. Sandra? Oh, meine Frau. Sag Sandra, dass sie schöne Vögel hat. Oh ja, natürlich, Spider-Man. Danke nochmal. Und bitte, such weiter. Entschlüsseln. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Okay. Gibt es jetzt auch wieder einiges Neues. Hier gibt es ja immer allerlei Kram, den wir holen können. Allerdings habe ich nicht wirklich Bock drauf, den ganzen Kram zu holen. Wir bewegen uns mal hier in die Richtung. Vielleicht können wir ein paar der Gebäude mitnehmen.
St. Patrick's Cathedral, okay. Hier müsste irgendwo ein Rucksack sein. Spinnensinne. Okay. Jonah mich so gut bezahlt. Ah, Rent Corporation. Rent Corporation ist, ne? Jetzt kommt gut, die Sache hat mich eine Weile verwirrt. Offenbar wurde Spider-Man gesehen, wie er im Stadtgebiet Dampfventile manipuliert hat. Klar, er ist ein Vandal und Unruhestifter, aber warum tut er das? Ich sag es Ihnen, denn wenn die Stadt Leute schicken muss, um das zu reparieren, muss die Polizei den Verkehr umleiten und dann fehlen Verbrechensbekämpfer. Und dann bleibt, und jetzt alle, Spider-Man! Er will unseren tapferen Polizisten die Jobs wegnehmen. So, nochmal zurück zur Rent Corporation. Rent ist ja hier Iron Fist, glaube ich. Wer die Serie kennt, Geschäftsmann und... Schön gemacht, wenn ich das sagen darf. Geschäftsmann und Kampfmönch-Gedöns. Ich bin gerade so überfordert mit Zocken und gleichzeitig reden. Gar nicht mehr gewohnt. Was ist das da oben für nochmal für ein Zeichen? Warte, hier müsste irgendwo so ein Kamerading von der alten sein. Ach, hier unten. Felicia ist sehr fleißig. Aber ich hole auf. Mal sehen, wo sie diesmal zuschlägt. Ey, wäre ja krass, wenn wir so ein Ding mal finden würden, bevor es anfängt, übertrieben hell zu leuchten. Die sitzen in Türen, an Schächten, überall sitzen die Dinger. Die sind halt echt nicht so einfach zu finden. Na, hier könnte auch überall so ein Ding sein. Ich glaube, ich bin wieder blind. Okay, es gibt doch nur diese Dächer. Hier unten irgendwo. Ach, da unten habe ich natürlich nicht hingeguckt. Cornelius Van Lans Wohnung. Sie sucht sich immer Orte mit kostbaren Unikaten. Wahrscheinlich arbeitet sie für jemanden. Sonst könnte sie einfach Bargeld stehlen. So, was ist das da unten nochmal? Ach, eine Bombenherausforderung. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Diese Bomben dürfen nicht explodieren! Spidey hoch da. Spidey. Spidey. Ziemlich riskant. Ich sollte sie einspinnen. Und da war ja was. Spidey, was machst du? Ich glaube, diese Bombenherausforderung wird so ziemlich die schlechteste.
Okay, ich habe nur 20 Sekunden für die Bombe. Mann, sind wir gerade lahm unterwegs. Alter Schwede. Weil es halt auch echt nicht immer so einfach zu steuern hier alles. 10 Sekunden. Hätte besser sein können. Oh, wir haben das schlechteste Ergebnis gehabt. Auch nice. Was ist das hier? Eine Kampfherausforderung. Ich will mich gar nicht diesen ganzen Herausforderungen stellen. Wo ist denn meine Hauptquest hin? Noch nicht, allein dort wieder auf. Ich finde diese ganzen Nebenquests und so in dem Game sind halt nicht so nice. Da macht die Hauptquest deutlich mehr Bock. Fertigkeiten. 2 Punkte habe ich. Oh, das wäre natürlich episch, wenn wir irgendwann mal mit denen hier so umgehen könnten. Können wir jetzt. Nice. Okay, dann schauen wir uns nochmal ein bisschen Quest an. Oscorp Industries, das interessiert mich doch. Ich möchte hier nochmal auf ein paar bekannte Comic-Gegner treffen. Okay, auf diesem Weg komme ich in Normans Büro. Ich kann nicht rein, ohne ein paar Sicherheitssysteme abzuschalten. Aber wenn sie mich sehen, werden sie hier alles abriegeln. Okay, das heißt, wir müssen... Ich könnte mich vielleicht von draußen in die Netzwerksicherheitsmodule hacken. Hier sind die Netzwerkkabel. Sie führen zum Sicherheitsmodul. Na also, ein Sicherheitsmodul. Es scheint super viele von dem Gebäude verteilt zu sein. Super praktisch angebracht da. Das sollte es mir leichter machen. Was zum Teufel? Sicherheitsteams melden. Sable Team Alpha ist bereit. Sieht nach einem Elektrikproblem aus. Verstanden. Behaltet den das erinnert mich an... Und ich dachte schon, es wird einfacher. Das erinnert mich an Szenen von früher. Gab's sowas früher auch mal? Dass man vor diesen Lasern wegkrabbeln musste? Ich meine schon. Oder die alten Spiele auch nicht so gut im Kopf. Ich hab's ja auch nur... Das war so die Zeit, wo mein Bruder halt eine Konsole hatte und ich nicht. Und da habe ich mal geguckt, wie er früher gespielt hat. Auf der PS2, glaube ich. An alle Sable-Teams. Wir scheinen ein Softwareproblem zu haben. Wir holen einen Experten her. Verstanden. Wir suchen draußen weiter. Da ist das zweite Modul. Was? An alle Agents. Jemand greift auf eins unserer Subsysteme zu. Initiiere Delta-Protokoll. Mann, heutzutage haben alle Drohnen. Sable Teams, Lagebericht bitte. Außenkontrolle negativ. Hier ist alles sauber. Lag das wirklich an der Software?
Das untersuchen wir im Moment. Bitte aktuelle Alarmstufe beibehalten. Okay, nur noch zwei Module. Achtung, an alle Sable-Teams. Es besteht die geringe Möglichkeit eines Eindringlings. Wir analysieren die Daten. Bleibt wachsam. Verstanden, Zentrale. Da ist es. Verdammt, jetzt ist noch ein Subsystem offline. Überprüft den 85. Stock, Außenbereich. Verstanden, Zentrale, im Anflug. Alter, jetzt hauen die die volle Kontrolle drauf. Ich muss weg. Wenn zwei die nicht da reinrennen, bist du verrückt. IMJ, es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Er wusste über Dr. Delaney Bescheid, also wohl auch über Morgan Michaels. Okay, mach einfach nichts Verrücktes. Apropos verrückt, wo ist dieses letzte Modul? Neu im O von Oscorp. Nein. Rüber. Ah doch, es ist in einem anderen O. Gut, jetzt habe ich Zugang zu Normans Büro und finde hoffentlich mehr über Morgan Michaels und Teufelsatem heraus. Außenkontrolle negativ. Sollen wir abriegeln? Noch nicht. Mr. Osborne ist mitten in einem wichtigen Gespräch. Aber sucht weiter. Es muss jemand da draußen sein. Nein, hier sind nur wir Spinnen. Alter, sieht das hier abgefragt aus. Okay, die Jungs der Außen haben jetzt schon mal ganz schön in das Licht geführt. Moment, wir wechseln auf eine sichere Leitung. Ich bin Ihnen meilenweit voraus, Wilson. Meine Leute gehen ihre gesamten Akten durch. Wenn sie unser Geschäft auffliegen lassen, steht ihr Wort gegen meines. Und ich bin nicht der hinter Gittern. Moment. Redet Norman mit Wilson Fisk? Neo-Statue? Wovon reden Sie? Die Neo-Statue aus dem Auktionshaus. Sie müssen die Akte meinen, die MJ gefunden hat. Wer hat die Akte? Wir, Norman. Aber sie verrät uns nicht genug. Und deshalb begehe ich gerade einen illegalen, aber moralisch vertretbaren Einbruch. Sie aufgeblasener Mistkerl! Sie lügen! Nicht so wütend, Norman. Wir wissen, dass du und Fisk ein Teufelsatemlabor habt. Aber wir wissen noch nicht, wo es ist und was Michaels damit zu tun hat. Hoffen wir, dass dein Computer uns mehr sagt. GR27. Dr. Morgan Michaels ist der wissenschaftliche Leiter, aber die Lage des Labors ist zensiert. KI-gesteuertes CRISPR? Wenn das wirklich funktioniert, heilt es alle Erbkrankheiten. Mukoviszidose? Huntington? Verrückt. Wir hatten sterben irgendwie alle. Gruselig. Stopp. GR27 ist der Teufelsatem. Er soll Krankheiten heilen, aber im aktuellen Zustand ist er wie eine Biowaffe. Dr. Michaels trägt die einzige Probe immer bei sich. Deshalb will Lee ihn. Wer Michaels hat, hat auch den Teufelsatem. Okay, das ist also der Teufelsatem, eine Biowaffe. Das sollte natürlich im besten Fall nicht auf die Stadt losgelassen werden. Hey Pete, was gibt's? MJ, halt dich fest. Der Teufelsatem wurde nicht als Waffe entwickelt, sondern als Behandlung bei Erbkrankheiten. Im jetzigen Zustand ist er extrem fehlerhaft. Statt den Körper zu heilen, reißt er ihn in Stücke. Wir müssen Dr. Michaels finden. Sable kann so eine tödliche Waffe nicht kontrollieren. Ich weiß da vielleicht was. Charles Standish wird in Sable Central Park Lager festgehalten. Wenn jemand weiß, wo Michaels ist, dann Oscorps Finanzchef. Ich versuche, zu ihm vorzudringen.
Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. In ein Sable-Lager einschleichen. Das kann schiefgehen. Ich muss zum Central Park. Nice, der Times Square. Wer sich an den The Amazing Spider-Man 2 erinnert, hier, das ist die Treppe, auf der hier Spider-Man mit Electro fightet. Electro fand ich ziemlich geil in dem Film. Doc hat sich gemeldet. Peter, ich hatte eine Erleuchtung. Es geht nur um den Geist. Sehen Sie mich an. Ein Geist von unendlichem Potenzial, gefangen in einem verbrauchten Körper. Was dieser Geist erreichen könnte, würde er befreit. Wenn wir die neurale Schnittstelle entwickeln, müssen wir über die Nachahmung unserer körperlichen Formen hinausdenken. Wir müssen unsere Vorstellungskraft erweitern und in den Geist eintauchen. Doc ist so aufgeregt wegen des Projekts. Hoffentlich nicht zu sehr. Ja, mal gucken, was der Doktor fabriziert. Was ist denn das hier für ein grüner Bereich? Taube im Visier. Aha. Ich muss sie kriegen. Lol. Hoffentlich sieht mich niemand. Nein, falsche Taste gedrückt. Warum passiert mir das immer? Nein. Ja. Schon wieder die falsche Taste. Okay, so, was sagt uns die Map jetzt? Ich will mal auf diesen... Ah, hier, das ist so ein bisschen in dem Bereich. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir mal hier ein bisschen die Türme ab. Ich will nämlich auf jeden Fall nochmal auf diesen Avengers Tower da hoch. Wir verfolgen einen Truck, in dem eine Bombe ist. Officer in der Nähe von Vanderbilt benötigt. Closed up today. Tomorrow. Wo ist hier was los? Da oben? Hier ist so ein Revier, ein feindliches. Juri, ich habe eine Baustelle. Controller getrennt. Tendenz unpraktisch. Okay, ich habe nur den Stromgang. Von Fisk gefunden. Jede Menge Arbeiter, die nichts Gutes im Schilde führen. Mach mal richtig Lärm. Wenn jemand eine Störung meldet, kann ich Wagen hinschicken. Lärm? Das kann ich. In solchen Zeiten merkt man, wer ein Freund ist und wer ein Feind ist. Der Boss hat ein gutes Gedächtnis für sowas. Wie lange kennst du ihn schon? Seit den alten Don Rigoletto-Zeiten. Krass. Also bevor der Boss war, ja? Glaub mir, Kleiner. Der Boss war immer der Boss. Ah, da stehen die.
Blende den aus! Du entkommst uns nicht! Na los! Es bringt uns um, wenn wir nicht aufhalten! Irgendwas stimmt nicht. Ruf lieber die Jungs. Wir werden immer weniger. Au, 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 au. Lol, Alter, geben die mir. Und gut, nicht in die Kamera gehen, Spidey. So. Nein, ausreichend zwei Liebe. In der Luft, das Maul geht nicht. Hey, Neuzugänge! Hatte ich erwähnt, dass das hier eine Mitbringparty ist? Leg zusammen! Im Ernst, ich brauche noch was für die Miete! Geld? Eine aussterbende Kunst. Dann gebe ich ihr mal den Rest. Das gibt eine Narbe, Herr Basilik. Ich werde dir Respekt beibringen. Schlechte Frisuren, zu viel Parfüm. Yep, noch mehr Fischganoven. Okay, nochmal hier ein paar Spielzeuge mit in den Fight nehmen. Alter, ich sehe nichts mehr. Verpiss dich, Junge. Hier, ein Geschenk für dich. Au, au, au. Da war ich noch so hart in dem Radius drin. Ich dachte, ich will den Teil ausgleichen. Wir werden immer weniger. Mehr Nachschub? Leute, Willy hat gesagt, ihr sollt euch freinehmen. Pfadfinder Ehrenwort. Sehr merkwürdiger Mensch. Versuch
fällig. Hier für dich. Okay, das war Arbeit, aber wir haben's. Wir haben's. Alles gut. Jetzt ist ja alles ruhig, Captain. Super, noch eine Einnahmequelle, die Wilson Fisk nicht mehr für die Anwaltshonorare nehmen kann. Sehr, sehr nice. Okay. So, wir haben mir für diese Folge noch ein Ziel gesetzt. Und zwar da oben mal auf den Avengers Tower hochzugehen. Weil das Easter Egg of Doom, wenn man da irgendwo Iron Man chillen sehen würde. Das würde ich schon ziemlich feiern, aber ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Ich weiß nämlich nicht, ob das Spiel hier das Recht hat, sowas zu machen. Weil Iron Man ist ja keine Sony-Lizenz. Spider-Man ist ja so eine Halb-Sony-Lizenz. Es ist ein schmaler Grat zwischen Verschwörungstheoretikern und Leuten, die ein klares Muster erkennen. Auf diesem Grat stehe ich und ich bin mir sicher, Gemeinsamkeiten zwischen den Dämonenangriffen auf Oscorp und Norman Osborn zu sehen. Das Motiv? Wahnsinnige, abselten Motive. Aber es ist wohl kein Zufall, dass sie sowohl eine Säule unserer Unternehmenswelt als auch das Zentrum unserer Stadtregierung angreifen. Das ist ein Angriff auf unsere Lebensweise und davor habe ich immer gewarnt. Wer mir zugehört hat, ist bereit. Für alle anderen bete ich. Okay, wir sind jetzt auf dem Avengers Tower, aber hier ist irgendwie nichts zu sehen. Schade, schade. Wäre witzig gewesen. Naja. Haben wir noch mehr Türme? Wie viele Türme gibt es noch? 3 Stück. Ein Aussichtsturm ist hier direkt unter uns. Machen wir den auf jeden Fall mal. Das ist die Polizeihauptstation. Hey, we don't need you here right now, right? We're making our way over from Pier 4 now. Und hier unten schwirrt auch direkt eine Taube rum. Eine Taube von Howard. Bleib hier! Ich tu dir nichts! Hab dich! Perfekt. Okay. Hier rechts noch ein Turm. Nicht richtig, aber nicht. Haben eine Geiselnahme mit einem Zivilbus. Haben Officer in Eden Palmer.
Hm? Was war das gerade? Ach, das ist nur ein... Das Raft im Gefängnis. Das Raft. Ich weiß es nicht. Aber jetzt sehen wir hier auch den... Die Dämonen haben eine Bombe in einem Auto. Ich muss sie aufhalten. Räuber und Sandan. Darf ich mitspielen? Endstation. Das ist eine Bombe. Ich muss sie entschärfen. Spidey. Stärkung. Zieht ihr Dämonen eigentlich die Masken an, wenn ihr ankommt, oder lauft ihr immer so rum? Alter, was geht bei dem ab? Holy shit. Den müssen wir erstmal wegräumen. Spidey, die Drohne zur Hilfe. Au, schießen mir aber den Rücken, die Idioten. Jede Wette, dass die nicht mal Führerscheine hatten. Okay, decken wir. Wir sind ja schon relativ weit in der Folge. Decken wir einfach die Map noch auf, oder? Ich hab bloß die Map mal was geht denn da ab? Warum stehen hier Sniper? Alle Einheiten, Officer liefern sich Feuergefecht mit Dämonen. Verfügbare Officer zum Garvey Park. Einheiten, Einbruch gemeldet. Verdächtige vielleicht bewaffnet. Bitte nach Spanish Harlem. Over. Ah, also hier findet die Party statt. Oder was ist hier? Hier drin irgendwas? Nee. Oder irgendwo lebt noch ein Gegner. Hier? Auf mir ist ein Gegner. Okay, mal sehen, was drinnen los ist. Hm, sehr merkwürdig. Mal sehen, was drinnen los ist. Eigentlich wollte ich das ja diese Folge Geronimo gar nicht mehr. Und dann schauen wir doch mal. Was war hier drin letztes Mal? Letztes Mal war drin, glaube ich, so eine fette Kampfszene, oder? Als dieser Lagerhäuser. Bin mal gespannt. MJ, ich bin am zweiten Ort. Tragen diese Dämonen ihre Masken eigentlich immer? Bei Teamtreffen gibt es sicher Verwirrung. Ich finde heraus, was sie vorhaben, und du streust Sand ins Getriebe. Alter, hör auf. Lass mich in Ruhe. Ugh!
Alter, wo klettern die hin? Läuft ja mal richtig bei denen. Also, die neuen Jungs müssen die anderen fragen und die müssen dann alle in ihre Ecke? Nein? Im Ernst, ihr wart alle nebenan, bis ich dachte, dass ich gewonnen habe. Nur um fies zu sein, stimmt's? Peter, Lee hat anscheinend eine seriöse Autowerkstatt übernommen. Das erklärt, woher die Dämonen all die Fahrzeuge haben. Trucks, Krankenwagen. Ja, genau. Wenn du sie dicht machst, wird es schon schwieriger, unbemerkt durch die Stadt zu kommen. Sag mal, verabredet ihr euch alle per Gruppen-SMS? Wow, WTF. Sind hier maximal erlaubt? Ich weiß gar nicht, also hier ist gerade einfach nur Action angesagt. Okay, es waren alle. Okay. MJ. Ich habe bei der Autoreparatur das Gegenteil von reparieren gemacht. Mach dir keine Sorgen, ich rufe die Cops. Die räumen alles auf. Okay, nice. Dann würde ich auch sagen, dass wir damit die Folge mal beenden. War jetzt wieder lang genug. War nochmal ein bisschen Action am Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich glaube, wir sind ja mittlerweile schon bei über 50% von dem Spiel. Und dabei zählt ja auch, dass man die ganzen Sachen einsammelt, glaube ich. Und das machen wir eh nicht. Also, wenn die Story durch ist, wird auch das Projekt für mich durch sein. Das kündige ich jetzt schon mal an. Weil ansonsten ist das einfach zu viel für mich. Jedenfalls, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.